Es sollte eine Überraschung werden und dies gelang auch. Denn heute ist ein ganz besonderer Tag für Schwester Heidrun Tonello. Die gebürtige Wittenbergerin begann vor 50 Jahren ihre Ausbildung zur Säuglingsschwester in der Krankenanstalt Wittenberge. Seit diesem Tag arbeitet sie erst in Wittenberge und später im Kreiskrankenhaus Prignitz als rettender Engel für die kleinen Patientinnen. Ihre MitarbeiterInnen und Geschäftsführer Carsten Krüger gratulierten ihr herzlich zum 50-jährigen Betriebsjubiläum.